heile, wenn ich das von hier aus richtig sehe. Das ist ja auch toll. Ah, es waren keine Pfeile, es war eine Dose, okay. Das ist nochmal Holz. Und hier geht's wieder runter. Okay, genau, hier direkt neben uns ist erstmal eine Runde nichts. Auch nur Stoff. Können wir hier noch irgendwo irgendwie weiter? Nee, ne? Nur über die. Zack. Jawohl, erstmal schön dran hängen bleiben, oder? Ist gut. Hab's verstanden. Mistcraft. Geh mal hier hoch, ist auch okay. Sind die Polder aber offiziell noch aktiv, ne? Okay, ich glaube, hier ist sonst auf der Höhe nichts weiter. Dann können wir gleich nochmal ganz nach oben gucken. Also, ich würde gucken, ob ich da irgendwie reinkomme, oder? Hallo. Aha. Dieses Tal gehört mir. Ich habe den Boden bewässert und die Traumblüten kultiviert. Sehr schön. Niemand wird eindringen. Okay. Niemand kommt heraus. Ich werde die Außenwelt nicht länger ertragen. Hier habe ich endlich die Kontrolle. Na, alles klar. Und diese Control Freaks. So, ja, ja, das ist mir erstmal egal. Und das lasse ich mich da so dran ziehen, ja. Da muss ich irgendwas dran befestigen, damit hier was passiert. Ach ne, warte mal, das ist einfach nur das für die. Ja, okay, alles klar. Draufbleiben, Lara! Ach, Menno. Lara, warum denn? Du standst doch drauf. Meine verehrte Frau Croft. Kann man nicht durch, ne? Ne, das ist kein Gang, okay. Und hoch. Ja, gib mir hier einen Keks. Ich will da jetzt hoch. Meine Güte. Okay.
So, und jetzt... Hopp! Gucken, ob hier noch irgendwas Wichtiges war. Irgendwas, was man übersehen hat, weil das Spiel gesagt hat, du nicht bleiben hier. Nee. Außer, dass man hier jetzt weiter kann. Kann man theoretisch wieder hochspringen. Ah, hier ist eine... Ah. Aha. Dokument und Wandgemälde enthüllung. Oh, 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 okay. Okay, ist noch relativ viel unterwegs. Wir fangen mal hier vorne an, weil hier geht es aber nur nach unten. Ich hoffe, dass ich da jetzt noch rankomme. Dieses Wandgemälde hier darf ich mir nicht angucken. Na gut, dann eben nicht. Da unten? Wait, what? Ach hier! Lol. Es gab eine Revolte, eine Bombe. Die Einheimischen, die Feinde meiner Feinde, erhoben sich und schlugen zurück, wie wir immer erträumt hatten. Ivan und unsere Tochter hätten die Freiheit kennenlernen können, aber stattdessen sind sie tot. Getötet von den Einzigen, die uns hätten retten können. Die sowjetischen Feiglinge hier bei mir im Tal sagen, dass nichts übrig ist und wir auf Rettung warten müssen. Sie sagen, sie werden mich beschützen. Hm. Aber sie fürchten sich und die Vorräte werden knapp. Es wird keine Rettung kommen. Ich werde leben, meine Entführer nicht. Überleben ist die einzige Wahrheit in dieser Welt. Sie sind ein abergläubischer Haufen. Ich mische den Pollen in ihre Rationen. Und wenn sie nur noch weinende Hymnen sind, zeige ich ihnen ein neues Gesicht. Eins, das sie seit ihrer Kindheit fürchten. Baba Yaga, Großmutterschlange, Hexe. Sie werden sterben, schreiend vor Angst. Sie verdienen so viel Schlimmeres. Wenn ich nicht in Freiheit leben kann, überlebe ich allein. In den Schatten, bis mich der Tod mit Ivan und unserem Kind wieder vereint. Hm. Okay. Sind wir wieder gar nicht abgedreht, meine Liebe, ne? So, was haben wir hier noch? Wegweiser setzen. Da oben. Da drinnen, okay. Klettern wir mal wieder hoch. Wait a second. Wofür sorgt das? Das zieht das Ding in der Mitte hoch, ne? Zur Frage ist nur, wie. Weil nur drauf schießen und dran ziehen, habe ich ja probiert, das geht nicht. Das bringt nichts. Ich gehe mal davon aus, dass ich das an irgendeinen dieser Motoren hängen muss, aber ich weiß noch nicht. Also eigentlich kann ich es ja nur an einen hängen, und zwar an den da hinten. Na, wenn ich wieder zu voreilig springe.
anderen treffe ich von hier aus ja nicht. Jo. Es dreht sich auch wieder zurück, oder? Geht es hier wieder runter? Nee. Doch, es geht wieder runter. Ich will nur mal kurz gucken, wie lange ich Zeit habe. Bleibt es doch da? Ah, ne. Okay. Also schon relativ lange, das ist doch okay. Zack, schnell hochziehen. Auch hochziehen, Lara. Ne, wäre schlauer gewesen, darüber zu gehen, ne? Ja, weil ich jetzt sowieso runterfalle. Ja, gut, okay. Grrr. Das war wieder sehr intelligent von mir. Muss ich sagen. Menno. Ah, es hängt halt echt. Oh, hängt halt echt lange da oben. Ist immer noch nicht runtergefallen? Doch. Ich müsste jetzt schon langsam sicher wieder runtergefallen sein. Halt, stopp. Ach, Federn. Okay. Das kann ich da ja nicht durchschießen. Oh, hoppala. Das war knapp. Nee. Ich warte auf den nächste. Theoretisch hätte ich doch da runterspringen, ne? So. So. Hier bin ich, glaube ich, etwas schneller. Schneller klettern, Lara. Komm schon. Nein, ich war zu langsam. Okay, es muss einen schnelleren Weg geben. Die Frage ist halt nur, wo lang. Dann kann ich graben, ist mir aber erstmal egal. Wo lang geht der schnellere Weg? Also ich meine, hier in der Mitte rum wird es nicht sein, oder? Weil ich muss eine komplette Runde drehen. Das wäre ja Quatsch. Das dauert ja viel zu lange. Von da aus komme ich da, glaube ich, nicht mal rauf. Oder? Müsste man mal probieren. Knappe Kiste. Ja, ich glaube nicht, dass ich von hier unten darauf komme, oder? Von hier an so ein Ding springen? Ne, das geht nicht. Okay, also heißt mit anderen Worten, ich muss ja da lang. Dadurch, dass das halt nach oben geht, gehen die anderen beiden nach, oder zumindest das eine davon nach unten. Und zwar das, was zu mir zeigt. Also beide, glaube ich, sogar nach unten, oder? Kurz
hinten? Ne, nur das vordere, okay. Hat sich schon erledigt. Das schaffe ich nie im Leben rechtzeitig. Wenn man da hochklettert, ist die andere Alternative. Ich kann halt hier in der Mitte auch hoch, aber das macht keinen Unterschied. Weil jetzt, wenn ich es richtig gehört habe, ist schon wieder vorbei. Ist schon wieder runtergefallen. Ja, ist schon wieder unten. Jo, ne? Ja, dann machen wir jetzt ein bisschen Try and Error. Lauf! Oh Gott. Na, das kann ich eigentlich schon wieder vergessen. Da ist es wieder zurück. Oder? Ja, da ist es schon wieder zurück. Ja. Lass los. Oh, echt jetzt? Das erste Mal, dass ich es nicht schaffe? Das ist mir egal. Eigentlich nicht mehr. Sorry. Aber den anderen kann ich auch nicht nehmen, ne? Von dem hier komme ich da hinten nicht ran. Das sehe ich von hier aus halt nicht. Ich könnte halt dann natürlich noch den ganz oben nehmen, aber der ist halt auf der komplett anderen Seite. Und ich glaube, den sehe ich von da auch gar nicht, weil der vorne ja abgedeckt ist. Das ist ja nur an der Seite offen. Also kann ich ja eigentlich nur hier hingehen. Oder? Von vorne ist der ja abgedeckt, ne? Ja, von vorne ist der abgedeckt. Also kann ich den auf der gegenüberliegenden Seite nicht nehmen. Also müssen wir definitiv hier von der Seite ran. Ist nur die Frage... Unten lang eventuell. Guckt man da dann schneller, wenn ich da unten lang laufe? Probieren, ne? Nein. Ja. Nee, definitiv auch nicht. Das dauert ja sogar noch länger. Nee, nee. Kann ich nicht warten, bis das aus sich aufgelöst hat. Also unten lang definitiv nicht. Ja, und da ist es wieder zurück. Hoppala. Da bist du nicht gesprungen, Lara. So. Also man muss definitiv irgendwie... Die Frage ist nur, wie... Ja, natürlich. Mann, Lara! Oh Gott. Ja, alles klar. Miss Croft.
Danke. Irgendwie geht das. Es ist wirklich die Frage, wie. Auf so ein Ding komme ich von hier aus nicht drauf. Und selbst wenn, würde mir das wahrscheinlich... Okay, hab's gesehen. Deswegen hängt der eine tiefer als die anderen. Jetzt müssen wir das nur noch gut timen. Hoffentlich schafft man den Sprung jetzt da drauf. Das sieht aber gut aus. Nein, Miss Crow! Das tut weh. Das, ja, okay. Oh, come on! So, ah. Hasse sowas. Okay, aber ich habe jetzt gesehen, wie es geht. Alles klar. Wieso ist das da wieder zu? Ich wollte das jetzt erstmal ganz erhört noch, okay. Ach, Mann, ey. Misty Mist. Kommt der schon? Ne, da vorne ist... Ach ne, der ist jetzt gerade erst an uns vorbei. Oh, das war, glaube ich, zu früh. Ah ja, okay, ich springe auch noch dran vorbei. Das ist ja ein Witz. Es soll gerade nicht sein. Ich bin aber geradezu inkompetent. Mann, Mann, Mann. Bin ich auf den Stein hier nicht drauf? Boah. Wenn das da dran noch vorbeigeht, glaube ich, oder? Das ist dann schon zu spät. So, eins, go. Lara. Wieder nicht. Oh Mann, das ist so knapp. Das ist echt eine Sekunde, die ich das zu früh mache. Meine Güte. Ich will doch nur an dieses blöde Dokument da oben ran. Müsst ihr das denn da so blöd verstecken? Eieiei. Das war zu früh. Lara, zieh dich hoch. Meine Güte.
Das ist wieder zu früh, glaube ich. Ja, na klar, jetzt treffe ich hier nicht. Oh mein Gott. Nerv. Los, komm runter. Meine Güte, ist das nervig. Ach, das ist der jetzt hier, ne? Ah, okay. Fünf Sekunden habe ich, wenn er da ist, bis hierher. Die Animation dauert wie lange? 3 Sekunden eventuell? Try it again. Endlich. Meine Güte. Oh, und das alles nur für dieses eine Dokument, ne? Ich rede mit mir selbst, und wenn es nur ist, um eine Stimme zu hören. Sie füllt den Raum und die Stunden, aber ich habe nichts zu sagen. Wenn mich die Stille überwältigt, versuche ich zu schlafen. Ich träume von dem, was ich verloren habe. Ich hoffe, sie hatten einen guten Tod. Ich hoffe, dass meine Träume nur Lügen sind. Kann man immer nicht so sagen, ne? So, das liegt da drüben einfach so, okay. Und da, okay. Da komme ich ja relativ einfach hin. Nein, 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 nein. Oh, ich vergesse immer, dass die Soja da und die Dinger nicht dran kommen. Wait a second. Ah, okay, man kommt hier nicht drunter. Na gut. Na, dann eben nicht. Na, hallo?